Hallo Leute und damit willkommen zurück zu einem neuen extra EDC Video. Klar, logisch, sonst wäre ich jetzt nicht hier in der Kamera. Mein Name ist immer noch Alex und ihr wisst ja, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt. Und zwar, dass ein neues Video kommen wird. Und ein neues Video von einem neuen Produkt. Ein neues Produkt, das es bis jetzt auf YouTube nur einmal in der Review gibt. Einmal, zumindest zum Zeitpunkt dieses Drehs, danach vielleicht schon öfters. Denn dieses Produkt ist noch relativ neu. Und ich habe es gesehen bei Murländer. Murländer übrigens, wenn ihr mal bei mir keine Videos habt, weil es einfach wieder mal länger dauert, dann könnt ihr mal gerne zu Murländer gucken. Der ist zwar auf Englisch, aber der ist ziemlich cooler Typ und der hat echt auch gute Meinungen. Jedenfalls hat der eine neue Tasche vorgestellt. Und ja, es ist wieder eine Helikontext-Tasche. Und ja, ich musste sie sofort haben. Denn sie ist genau das Zwischending zwischen der Haversack und der Urban Courier Medium, die ihr da hinter mir seht. Und das fand ich doch geil. Gerade für die Arbeit. Für tagtäglich. Und deswegen habe ich auch hin und her überlegt, eine Nacht drüber geschlafen und sie dann bestellt. Welche Farbe ich allerdings von diesen 8 Farben, die es gibt, bestellt habe, dazu kommen wir gleich. Und welche Tasche es ist, dazu kommen wir auch gleich. Denn ihr wisst ja, bei mir gibt es halt nur Videos, wenn wirklich Content da ist. Und dadurch, dass ich das ja alles halt selber kaufen muss, muss ich ganz ehrlich sagen, kaufe ich auch das, was ich längerfristig behalten möchte. Deswegen nehmt es mir nicht übel, dass so viel Helikontext auf diesem Kanal ist. Aber Helikontext ist, finde ich, für mich einfach design- und preis-leistungstechnisch die eierlegende Wollmilchsau. Die sind preisgünstig oder leistbar und trotzdem gut designt, haltbar, qualitativ hochwertig. Aber bei Design ist ja immer so, jeder hat sein eigenes Design. Die einen finden das Made in Tiger cooler, die anderen finden 5.5.11 cooler. Je nachdem, jeder braucht sein Design, jeder will sein Design haben, was er gerne sieht oder was er gerne hat. Das ist auch vollkommen okay. Ich finde halt Helikontext genial designt. Sie haben geniale Cues von verschiedenen Dingen aufgenommen und auch ihre eigenen, also wirklich die Kreationen, die sie machen, wirklich top und auch vom Preis her. Jedenfalls, okay, das mal aus dem Weg geräumt. Wie gesagt, ich bezahle das alles selber. Ich werde nicht bezahlt. Ich kriege das nicht kostenlos und deswegen kaufe ich mir etwas, was mir auch gefällt, damit ich es nicht zurückschicken muss. Denn das möchte ich auch nicht. Etwas für die Review bestellen und dann zurückschicken. Wir haben eh schon so viel Müll in der Welt. Da braucht man nicht noch mehr. Deswegen habe ich auch nicht immer ein Video, denn ich kann es mir nicht immer leisten, dauernd was Neues zu bestellen. Das muss ich ja auch vor der Chefin verantworten. Deswegen, jeder von euch, der in einer Partnerschaft ist, der weiß darüber Bescheid. Jedenfalls, heute gibt es eine neue Helikontext-Tasche. Und zwar die Claymore Bag. Claymore Bag, sagt der Name schon, ist eine Tasche, wo früher eine Claymore drin war, also diese Antipersonenminen. Und Helikontext dachte sich, da machen wir noch eine EDC-Tasche draus. Claymore Bags wurden ja grundsätzlich, nachdem das Ding verschossen wurde, auch so als Tasche verwendet, weil sie einfach praktisch sind. Und deswegen war es nicht weit hergeholt, dass Helikontext sich gedacht hat, sie machen da auch was draus. Allerdings haben sie einen eigenen Spin drauf gemacht. Sie haben ihre eigenen Designs mit einfließen lassen. Und das finde ich ziemlich cool und sind aber trotzdem von außen einfach dem Original treu geblieben. Und das Original sieht halt auch so aus. Ich meine, abzüglich der Molle-Schlaufen, weil das war in den Vietnam-Zeiten. Heutzutage gibt es sie wahrscheinlich schon mit Molle-Schlaufen, aber damals halt noch nicht. Und halt abzüglich des Flausche-Patches. Aber sonst ist es designtechnisch wie damals. Helikontext hat natürlich 100.000 verschiedene Farben, so wie immer. Und Murländer hat das Ganze in DNC vorgestellt, also Desert Night Camo. Fand ich ziemlich cool. Da ich aber eine Tasche fürs Büro brauche, das ist nicht gut fürs Büro. Genauso wenig wie Olive Green, Adaptive Green, Coyote, alle keine Bürofarben. Ich habe allerdings schon in Shadow Grey einige Sachen und Shadow Grey finde ich grundsätzlich ziemlich cool, aber bei dieser Tasche hat sie mir jetzt nicht ganz so gefallen. Und dann habe ich halt etwas gemacht, was ich halt noch nie gemacht habe. Ich habe Earth Brown gekauft. Und Earth Brown war ich bis jetzt immer so, sieht ein bisschen komisch aus, möchte ich nicht. Aber Earth Brown und Clay für diese Tasche, fürs Büro, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die beste Wahl gewesen. Denn wenn man sie von Weitem anguckt, könnt ihr fast denken, es ist so eine Canvas Bag, so eine typische Bürotasche einfach.
Wenn ihr sie von der Nähe anguckt, dann merkt man, okay, das ist 500 Deko Dur. Das heißt, das ist schon ein qualitativ hochwertiges Material. Aber von der Weiten, man könnte sie sogar von einer weiter entfernten Weite sogar für eine Ledertasche halten. Also ich finde das vom Design her ziemlich geil. Das sieht ziemlich zivil aus. Allerdings halt mit den Helikontext Ideen drin. Und sowas findet man halt einfach sonst auf dem normalen Markt nicht. Und deswegen dachte ich, Earth Brown, probieren wir es, bestellen wir es. Du kannst es ja im Internet angucken. Es gibt noch keine Review-Videos dazu. Somit war es halt ein Hit or Miss. Also es war, ich bestelle, entweder es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also wirklich, wirklich gut. Ich habe die jeden Tag dabei. Selbst wenn ich nur kurz rausgehe, ich habe die immer mit. Was diese Tasche kann, da gehen wir jetzt drauf ein. Also ihr habt ja schon gesehen, hier gibt es so einen Riemen. Das ist der baugleiche Riemen wie von der Haversack. Das ist halt, da haben sie einmal ein Teil gemacht und das nehmen sie halt für verschiedene Taschen. Ist ja auch vollkommen okay. Man braucht nicht immer das Rad neu zu erfinden. Dann die üblichen Wujin Buckles. Das ist alles super, das ist toll. Dann haben wir vorne eine große Flap. Ihr habt sie schon gesehen, hier mit einer Naht, V-Naht. Diese Naht hat einen ganz speziellen Sinn, da komme ich auch gleich dazu. Dann haben wir unten eine Reihe Molle, wenn ihr etwas dranhängen wollt. Wir haben seitlich eine kleine Molle-Reihe, wenn ihr etwas dranhängen wollt. Ebenfalls hier seitlich eine Molle-Reihe. Auf der Rückseite haben wir drei Taschen. Diese Taschen sind, da ist es, eigentlich für AK- und M4-Magazine gedacht. Ich habe hier ein Airsoft-Magazin, also nicht wundern, passt super rein. Allerdings könnt ihr da auch andere Dinge reinmachen. Flaschen, Leatherman anhängen, was auch immer, kleine Täschchen, ihr könnt da so viel reinmachen in das Zeug. Das Coole ist, ihr habt hier sogar eine Double Loop, das heißt, hier könnt ihr die auch zum Beispiel eine Axt hindurch, wenn ihr Bushcraft macht oder so, könnt ihr das auch machen. Unten haben wir Drainage Holes, das heißt, wenn da mal Wasser rein rausläuft oder so, dann läuft das unten durch. Also da haben sie einfach mitgedacht. Und es fühlt sich verdammt hochwertig an, auch wenn es nur 500 Dekodura ist, es fühlt sich einfach hochwertig an, Leute. Den üblichen Grab-Handle haben wir auch. Da gibt es nichts zu sagen. Hier vorne, hier passiert die Action. Und zwar, wenn ich das hier aufmache, könnt ihr, ihr seht, erstens mal habt ihr Nöpsis. Diese Verschlussnöpsis sind vom Original inspiriert. Denn das Original, die Claymore-Bag, hat nur Verschlussnöpsis. Helikontex hat jetzt noch einen Klettverschluss dazu gemacht. Das heißt, dass ihr das Ding auch in einer volleren Version, also wenn ihr das Ding, die Tasche wirklich voll lädt, auch noch zumachen könnt. Finde ich ziemlich geil. Ihr könnt aber diese Verschlussnöpsis auch verwenden, um es noch mehr zu sichern. Ebenfalls, und jetzt kommt eben diese Naht in. Ihr seht, was ich meine? Ihr könnt dann unterwegs eine Seite aufmachen, reinfassen, was rausnehmen, eine Seite wieder zumachen. Dafür ist diese Naht da. Und wenn ihr das Ganze komplett aufmacht, seht ihr hier, habt ihr Nylon-Lining drin. Die sind bei allen Farben übrigens gematcht. Das heißt, Lining passt auch immer zum Farbton der Gesamttasche. Und dann haben wir hier schon die beiden großen Taschen. Und die sind groß. Also ihr kriegt hier eine Literflasche Nalgene rein. Die sind groß. Und ihr könnt sie auch noch zuziehen. Und ihr habt hier drin auch noch kleinere Taschen, die bis zum Boden gehen. Das müsst ihr euch mal geben. Also entweder flach oder halt wirklich, da passt was rein, Leute. Da passt was rein. Und das habt ihr auf beiden Seiten. Hier habt ihr dann noch so einen, kleinen Loop für den Schlüssel. Den habt ihr hier auch auf der Seite. Ihr könnt einen Schlüsselanhänger dranhängen oder was auch immer. Also ich habe hier meistens meine Sonnenbrille drin oder eben noch so Kleinzeug. Und einfach super, alles, was man halt schnell braucht. Und dann einfach wieder zumachen. Simpel, aber es läuft. Und dann haben wir das große Hauptfach. Das sind natürlich wieder YKK-Zipper, ist eh klar. Gibt es gar nichts anderes. Und dann haben wir eben das Hauptfach. Und im Hauptfach habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd mit dem Kamerawinkel. Das Hauptfach. Ja, seht hier, ich habe schon Deo drin. Ich habe hier mein kleine Documents-Pouch von Helikontext. Stifte, also Kugelschreiber, kann man immer brauchen. Und ihr habt hier im Hauptfach, das ist einfach doof in der Kamera. So, ihr habt hier im Hauptfach
große Fächer, und zwar 4 Stück an der Zahl, auf jeder Seite, 2, und auf der Rückseite noch ein Zipfach. Also ihr habt hier noch ein Reißverschlussfach auf der Rückseite, wo ihr dann eben andere Dinge reinmachen könnt. Es ist Platz genug, Leute. Es ist Platz genug für die Daily Essentials. Das Zipfach einfach zumachen. Genau, dann habt ihr hier noch einen Nöpsi, also hier noch so einen kleinen Loop. Ebenfalls wieder für den Schlüssel. Wie gesagt, das Ganze ist auch wieder mit Lining ausgearbeitet. Ich hoffe, ich kriege es besser aufs Bild drauf. So, damit ihr das mal seht. So sieht das Ganze aus. Ihr habt halt, wie gesagt, Platz genug für alles. Und einfach alles wieder reinschmeißen, zumachen, umhängen, fertig. Und das Ding trägt sich einfach auch super. Es trägt sich wirklich angenehm. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr eine Tasche sucht, für zwischendurch, für unterwegs, für den täglichen Gang ins Büro, um sie in eurem Auto zu haben, fertig geladen, No-Brainer, Leute. No-Brainer. Helicontex Claymore. Ernsthaft. Kostet auch nicht die Welt. Kostet ungefähr 40 Euro. Also da ist nicht viel verhakt, wenn ihr diese Tasche hier nehmt. Guckt euch die Farben allerdings genau an. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Farben. Ich fände auch cool Adaptive Green, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich auch gereizt kurzzeitig, aber unterm Strich habe ich mich für Earth Brown entschieden, weil es einfach die zivilere Version war. Jetzt habe ich halt Shadow Grey, Earth Brown und den Rucksack noch in Coyote. Ah ja, und die Admin Pouch in Adaptive Green. Also ich wollte dann nicht nochmal Coyote nehmen. Also ich finde das einfach, also ich finde, die sieht einfach super aus, die ist klasse und auf jeden Fall das Geld wert. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Schmeißt in die Kommentare die Fragen, und wenn ihr noch etwas wissen wollt, ab in die Kommentare damit. Wenn ihr euren Senf dazugeben wollt, solange ihr fair bleibt, ab in die Kommentare damit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch so gefallen wie mir. Ich weiß, das mit dem Kamerawinkel ist ein bisschen doof heute, aber ich habe das so jetzt zwischen Tür und Angel, weil ich euch das unbedingt geben wollte, dieses Video. Ich werde dazu auch nochmal ein irgendwie so 2 Monate Daily Use Video machen, weil ich das halt wirklich jeden Tag habe, das Teil. Wie sie sich denn im Alltag schlägt, das kommt auf jeden Fall noch. Und dann werden wir mit einem anderen Kamerawinkel arbeiten, dann werdet ihr ein bisschen mehr sehen. Dann werde ich die auch mal richtig vollladen. Aber ich wollte es euch halt einfach erstmal zeigen, damit ihr seht, das gibt's. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Teil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bleibt so, wie ihr seid. Und ja, stay safe da draußen. Ich brauche irgendeinen neuen Catchphrase. Schmeißt mir in die Kommentare. Bis dahin, ciao Leute.